hast doch irgendwas. Warum steht die Lampe auf dem Rollstuhl? Und diese ganzen Bilder. Das Bad Murillo Seipsum. Oh Gott, ich hatte ein Jahr Latein. Nein. Vermischte Bilder und das Bild des Teufels. Aber die Bilder sind schon cool gemacht. Okay. Oh. Vermin Grove Foss. Oh, nein! Macht man. Naja. Wieder falsche Taste. Oh. Oh. Ganz großes O. Ich glaube, ich verstehe schon ein bisschen. Das war der letzte Ort, an dem sie lebend gesehen ward. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Noch nicht fertig. Hallo. Nein. Okay. Oh oh. Was passiert jetzt? Nein. Was? Was? Ich will nicht zu ihr. Nee. Einen Teufel werde ich tun. Ich muss zu ihr. Voran. Oh Gott, Augen zu und durch. Das habe ich jetzt nicht ich abgebrochen, sondern das Spiel selber. Also, wie komme ich zu ihr? Oh. Das sieht an das aus. Und nochmal. Oh. Unsere Tochter? Oh ja. Was? Hm.
Musik ist schön. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ich lass das mal unkommentiert. Das wirkt auf sich alleine gestellt schon genug. Item 6 von 6. Ne. Schön. Müssen wir vorher noch eine Partie Mühle gewinnen? Wir müssen eine Partie Mühle spielen zumindest. Okay. Schon mal gemacht. Aber wo soll ich in diesem dunklen Etwas alle Steine holen? Das ist nicht lustig. Kann ich das kaputt treten? Nee. Shit. Eine fette Ratte in ihrem Bett. Ja, lecker. Wir drehen uns gerade automatisch mit dem... Ist das... Hier nicht. Alter... Puppen hier. Will ich da rein? Mm-hmm.
wir noch einen Mühlenstein finden. Ach, das Bett. Nee, nix. Nee. Ich bin überfragt gerade. Ich finde hier nichts. Das klingt so grausam. Sein. Ja, da gehe ich gleich hin. Da ist schon mal ein Stein. Äpfel im Klo. Oh, statt einem Spiegelbild haben wir irgendeinen. Das sieht aus, als wenn sie das wäre, nur völlig verbrannt. Und durchgestrichen. Oh. Immer wohnlicher hier. Oh Gott. Ab in die Küche. Scheiße. Das Haus im Ofen.
Gewicht. Quasi den Stein gegen das Gewicht getauscht. Bilder im in den Schalen. Oh, das ist ja ein Traum. Das sieht aus wie ein Gehirn. Alter. Irgendwo mal rein. Scheiße. Ja, gerne zuhören. Schon cool gemacht, aber in dem Fall. Ich bin hier raus. Jetzt war ohne Weiteres mehr gefunden, leider. Dafür haben wir so viele komische Rattenbilder. Kein Schriftzug mehr. Okay. Dann das Auge. Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Ein Selbstporträt in jungen Jahren. Aber vorhin noch. Oh mein Gott. Oh.
wir in irgendeiner Galerie? Kunstmuseum? Was ich will. Wow. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Oha. Eines der besten Horror-Spiele, ja. Die ich eigentlich bisher gespielt habe. 4 hatte ein paar Momente, wo man sich dachte, oh, fick dich Spiel. Aber das war gerade genial. Scheußlich genial. Oh Mann. Andrei Dibowski. Pavel Gott. Ja, gut. Ich könnte die Credits durchlaufen lassen. Wer das mir antun möchte, kann es tun. Ich werde den Moment einmal ausnutzen, um zu entspannen. Selbstherrlich. Nein, das Ende. Was soll man davon halten? Scheinbar hat er auf Kosten seiner Familie. Ja, seinen Wahn für seine Kunst ausgelebt und am Ende sogar alles vergessen, verdrängt, nur um sein Selbstporträt zu vollenden. Wer weiß, wo die Körperteile herkommen. Das ist eine Sache, die will ich gar nicht wissen. Vielleicht von ihm selber, man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz kann man sagen, ja, der Typ war wahnsinnig. Absolut irre. Ja, das ist jetzt. Und, aber das Schlimmste ist, es gibt noch dieses, wie gesagt, wie ich am Anfang irgendwo mal erwähnte, am Anfang schon irgendwo mit drin erwähnte, dieses tolle Add-on dazu. Ich weiß nur, dass wir da scheinbar in die Rolle seiner Tochter schlüpfen. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall im Anschluss hieran folgen. Oh, ich habe jetzt schon Angst. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wer noch will, wie gesagt, kann die Credits auch zu Ende gucken. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Macht's gut. Don't look back.